heute 5 Tipps und wir starten mit Tipp Nummer 1, dein Energiehaushalt. Wenn wir einen ausgewogenen Energiehaushalt haben, dann nimmt unser Körper genauso viel Energie auf, wie er auch verbraucht. Wie wir heute sitzen, und da nehme ich mich nicht aus, bei uns ist es meistens so, dass wir eben nicht so viel Energie aufnehmen, wie wir tatsächlich verbrauchen. Wir verbrauchen meist viel, viel mehr Energie und schütten da irgendwie nichts nach. Und deswegen kommen jetzt euer Stift und euer Zettel zum Einsatz. Möchte ich, dass ihr gerne ein Gefäß malt. Das kann ein Fass sein, das kann ein Glas sein, was auch immer euch vorschwebt. Und das soll euren Energiehaushalt darstellen, dieses Fass beispielsweise. Und wenn ihr das einmal gemalt habt, kennzeichnet ihr bitte mit einer Linie euer aktuelles Energieniveau. Also wie weit ist das schon abgesunken? Wo befindet sich das aktuell jetzt gerade in diesem Moment? Damit machen wir jetzt schon, ich lasse euch in Ruhe malen, und damit machen wir jetzt schon eine ganz wichtige Sache. Jetzt in diesem Moment fragst du dich, okay, wie geht's mir? Wo ist mein aktuelles Energieniveau? Und dieses, das mache ich super gerne, in den Körper mal einchecken und mal gucken, hey, okay, wie fühle ich mich gerade? Gerne auch kombiniert mit der Frage, was brauche ich jetzt gerade? Ist super wichtig und ist zum Beispiel eins der Tools, die ich gerne mache. Das könnt ihr verbinden mit einem Anker, dass ihr sagt immer, ihr stellt euch einen Wecker dreimal am Tag oder immer, wenn ihr den Laptop aufklappt. Haltet ihr kurz inne und fragt euch, wie geht's mir gerade? Versucht diese Gefühle auch zu benennen. Ist gar nicht so einfach am Anfang. Und fragt euch, was brauche ich jetzt gerade? Muss ich mal einen Schluck Wasser trinken? Oder sollte ich gerade noch mal kurz dreimal tief ein- und ausatmen und kann dann weitermachen? Und wenn ihr jetzt euer Fass oder euer Energieglas, was auch immer es bei euch ist, wenn ihr das jetzt aufgemalt habt, kommen wir schon zu Tipp Nummer 2, zu Thema Nummer 2, Energievampire oder auch Energiefresser. Also das, was uns eben den ganzen Tag über unsere Energie raubt. Das erstmal so, sich bewusst zu werden, wo geht denn meine Energie überhaupt hin, ist super wichtig. Und ich zähle gleich einige Energievampire auf. Und jedes Mal, wenn ihr einen habt, wo ihr sagt, ja, das ist meiner, dann malt ihr bitte ein Loch in euer Fass oder einen Riss in euer Glas. Und das kennzeichnet einfach die verschiedenen Energievampire, die ihr habt. Da, wo eure Energie den ganzen Tag über so hingeht. Beispiele für Energievampire sind zum Beispiel ganz an vorderster Front, nenne ich mal Menschen, die Energievampire sind, die einfach durch ihr Verhalten immer wieder unsere Grenzen überschreiten. Oftmals auch, weil wir persönlich unsere Grenzen gar nicht kennen und die dementsprechend auch nicht nach außen abstecken. Und diese Menschen sind meistens sehr negativ und übermäßig emotional. Sie suchen aber unsere Nähe, weil sie wissen, dass wir immer für sie da sind, wenn es ihnen schlecht geht. Und damit rauben sie uns ganz einfach unsere Energie. Was kann man machen, wenn man solche Menschen in seinem Leben hat? Man kann das erkennen. Man kann als erstes erkennen, du bist ein Energievampir. Und dann kann man sich ein bisschen besser davon abgrenzen. Man kann den Kontakt minimieren, wenn das geht. Man kann das ganz konkret ansprechen. Man kann sich aber auch gefühlstechnisch, emotional, gedanklich abgrenzen. Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt so eine Luftblase um euch rum und der andere auch. Und ihr gongt immer so aneinander. Aber du nimmst diese negative Energie von demjenigen nicht an. Du lässt deine positive Energie nicht von ihm verunreinigen. Manche stellen sich auch gerne Ritterrüstung vor. Und die negativen Energien, die prallen so an dir ab. Da gibt es ganz viele tolle verschiedene Methoden, wie man da bei Energievampiren in menschlicher Form agieren kann, um das besser für sich zu handeln. Dann gibt es auch noch Nahrungsmittel, die Energievampire sind. Das sind einfach Nahrungsmittel, die du vielleicht schlecht verträgst, die aber auch unsere Verdauung schlapp machen oder wo wir viel Energie brauchen, um die zu verdauen. Damit habe ich mich meine Zeit lang sehr intensiv beschäftigt und habe dann diese Nahrungsmittel gestrichen. Merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr gegessen habt und dann super krass müde seid, das ist, weil gerade viel Energie
aufgebracht werden muss, um diese Nahrungsmittel zu verdauen. Was ist auch noch ein Energievampir? Ungelöste Probleme. Ja, so Dinge, die ständig in eurem Kopf sind, so im Gedankenkarussell sind oder die so im Hinterkopf sitzen. Ihr wisst, die sind da noch und die belasten euch. Und was kann man da machen? Man kann Reflexion nutzen, man kann Journaling nutzen, man kann die Klopftechnik EFT nutzen, um diese Probleme tatsächlich auch aufzulösen, um die anzufassen. Was noch ein Energievampir ist, ist natürlich gerade für uns Mamas Stress und Zeitdruck. Und gefühlt haben wir immer Stress und immer Zeitdruck. Und was hilft da? Zeitmanagement, ne? Also zu gucken, wie kann ich Dinge anders organisieren, aber halt auch tatsächlich die To-Dos einmal aufzuschreiben, um das alles zu sehen, um es auch aus dem Kopf auf ein Blatt Papier zu bringen. Delegieren. Welche Aufgaben kann ich an jemand anderen abgeben? Nein sagen. Ich weiß, es ist super schwer, aber das kann man lernen. Und den eigenen Druck reduzieren, also diesen eigenen Stress, den ich mir mache, eben weil ich alles perfekt haben möchte, weil jeden Tag Staub gesaugt werden soll, weil immer alles ordentlich sein muss, weil ich im Job brillieren will, weil ich eine gute Mutter sein möchte, weil ich aber auch eine gute Partnerin sein möchte. Und da dahinter stecken einfach ganz oft blockierende Glaubenssätze. Und das ist ein großer Teil im Online-Kurs, das ist aber auch immer Teil, wenn ihr im 1-zu-1-Coaching mit mir arbeitet, sich diese blockierenden Glaubenssätze anzuschauen und aufzulösen und sich frei davon zu machen. Weil blockierende Glaubenssätze, die irgendwann mal entstanden sind, uns immer unbewusst beeinflussen. In jeder Entscheidung, die wir treffen, einfach in allem. Und das ist halt auch ein Energievampir, einfach Blockaden, die uns zurückhalten. Gerade so Sätze auch wie, ich bin nicht gut genug, ich muss immer etwas leisten, ich muss mir erst etwas verdienen. Das sind alles so Dinge, die uns zurückhalten, die uns Energie rauben, was einfach nicht sein muss. Ein ganz klassischer Energievampir ist schlechter Schlaf. Also wenn du zu wenig schläfst oder wenn du nicht gut schläfst. Und das ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden. Und da empfehle ich einfach mal so als Test, heute Abend, bevor du schlafen gehst, suchst du dir bei YouTube heilende Frequenzen aus. Da gibt es super verschiedene, nimm einfach irgendeins, was dich anspricht. Und lass das mal, während du einschläfst, während du schläfst, laufen. Und wenn du morgen aufwachst, dann guck mal, ob sich das schon irgendwie besser anfühlt. Denn diese heilenden Frequenzen, die lassen Dinge in uns anklingen, die bringen unsere Energien eben wieder ins Gleichgewicht und lassen uns einfach besser schlafen. Wir wachen erholter morgens auf. Das kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Das ist was, ihr müsst keine Zeit dafür investieren, kein Geld. Das läuft einfach, während ihr schlaft. Was auch noch Energie raubt, sind unerledigte Dinge, die man immer wieder so vor sich aufschiebt. Entweder, weil man glaubt, dass die unglaublich viel Zeit in Anspruch nehmen, dass wir die nicht können oder weil die einfach emotional negativ belastet sind. Und da empfehle ich tatsächlich, sich mal das ganze Ding aufzuschreiben. Das ist das Problem. Das ist meine Lösung, mein Ziel. Und dann so ganz kleine Mini-Steps. Was muss ich alles machen, um das Problem zu lösen, um dieses Ding zu erledigen? Und dann geht ihr Schritt für Schritt einen Mini-Step nach dem anderen ab, um das zu erledigen. Zu wenig Bewegung ist auch ein Energievampir. Und mit ein bisschen mehr Bewegung meine ich so 15 Minuten am Tag spazieren gehen. Reicht auch schon. Langeweile. Langeweile ist ein Energievampir. Und ich zähle jetzt einfach auch mal dazu, dass man aus Langeweile ständig sein Handy in die Hand nimmt und zum Beispiel auf Instagram verrottet. Und da empfehle ich, alte Muster durchbrechen. Einfach mal ausprobieren, das Handy ab 20 Uhr zur Seite zu legen, in den Flugmodus und erst 2 Stunden später in die Hand zu nehmen. Oder mal was Neues auszuprobieren, eben um der Langeweile entgegenzuwirken. Halt mal abends nicht Fernsehen zu schauen, sondern vielleicht mal 15 Minuten Yoga ausprobieren. Einfach dieses Offensein für Neues, diese kindliche Freude an Neuem, das schenkt uns auch ganz viel Energie. Und was auch ein Energievampir ist, ist unser Handy. Diese FOMO nennt man das ja, diese Fear of Missing Out, also dass ich irgendwas verpasse, dass, und auch dieses Vergleichen, was wir ja ständig auch auf Social Media machen, zu sehen, dass es bei den anderen irgendwie total einfach ist und dass es bei denen immer sauber ist und dass die überglücklich mit dem Muttersein sind,
Das raubt uns auch unglaublich viel Energie. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Löcher ihr in euer Energiefass malen musstet an Dingen, die euch eure Energie rauben. Und jetzt noch einen Schluck. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu Tipp Nummer 3. Und das sind jetzt nach den Energievampiren die Energieengel. Also wo bekommen wir jetzt wieder neue Energie her? Und da würde ich sagen, malt ihr einfach, entweder ihr malt Tröpfchen in euer Energiefass oder ihr malt da Pfeile rein. Ihr könnt auch gerne an diese Pfeile dran schreiben, was eure Energieengel sein könnten. Also was euch gerade anspricht, das schreibt ihr vielleicht einfach mal mit dazu. Das erste ist ganz klassisch ausreichend Schlaf oder halt erholsamer Schlaf. Also nehmt das vielleicht das als das Ding von heute Abend mit, direkt vorm Einschlafen mal diese heilenden Frequenzen auszuprobieren oder eine Einschlafmeditation zu machen und halt auch genug Stunden in der Nacht zu schlafen. Gute Ernährung, Bewegung, das Klassische, das schenkt uns alles Energie. Unterschätzt nicht, was für ein Energiespender Wasser sein kann. Ausreichend Wasser zu trinken ist ein unglaublicher Energieengel. Was schenkt dir noch Energie? Meditation. Und damit meine ich 5 Minuten meditieren, 3-mal die Woche. Eine Hypnose. Ich liebe es zum Beispiel, mich mittags 20 Minuten hinzulegen und eine Hypnose zu machen. Gerne auch so eine Energiehypnose. Boah, das überwindet das Mittagstief auf jeden Fall. Und ich habe ein Beispiel zum Beispiel von meiner Klientin Rowena, die meditiert immer morgens. Die nimmt sich morgens, da ist ihr Kind schon mit wach und wuselt rum, nimmt die sich morgens 10 Minuten Zeit, um zu meditieren. Und sie sagt, damit erde ich mich, damit habe ich eine ganz andere Energie, mit der ich in den Tag starte. Und das ist zum Beispiel ihr Energieengel, den sie jeden Tag nutzt. Dann habe ich euch schon vorgestellt die Klopftechnik EFT. Die zeige ich euch auch gleich gerne noch ein bisschen näher. Schenkt auch Energie. Dann natürlich Energievampire eliminieren. Also wenn ihr jetzt erkannt habt, was euch Energie raubt, da zu gucken, ja, wo kann ich hier die Löschtaste drücken? Was kann ich eliminieren? Was kann ich für mich verändern? Dann auch ganz klassisch Dinge tun, die dir Freude bereiten. Macht mehr Sachen, die euch Spaß machen. Ja, der Haushalt muss erledigt werden. Ja, das ist aber nichts, was uns meistens Spaß macht. Aber es macht vielleicht Spaß, zu seiner Lieblingsmusik zu tanzen oder spazieren zu gehen, im Regen zu tanzen, ein Stück Schokolade zu essen. Also versucht jeden Tag etwas zu tun, was euch Freude bereitet. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, was Energie schenkt, ist Achtsamkeit. Also dieses Präsentsein im jetzigen Moment. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel von meiner Klientin Svenja, die immer achtsam ihren Kaffee täglich trinkt. Ja, also nicht dieses, ich mache mir mal einen Kaffee und eine halbe Stunde später fällt mir auf, ich habe mir ja einen Kaffee gemacht, der ist jetzt kalt, sondern wirklich diese Zeit nehmen und da ist auch ihr kleiner Sohn mit dabei und diesen Kaffee trinken und zwar nur den Kaffee trinken, nicht nebenbei eine Einkaufsliste schreiben oder über ein Problem grübeln. Da habe ich auch erst letztens mit ihr besprochen, ich habe auf YouTube eine Tee-Meditation, kann man natürlich auch zum Kaffee trinken machen und die leitet so ein bisschen an, ne? Dass man wirklich nur bei diesem Kaffee ist, bei der warmen Kaffeetasse, dem Geruch vom Kaffee, wie der sich auf der Zunge anfühlt, wie der den Rachen runtergleitet. Also wirklich achtsam bei dieser Kaffeepause zu sein. Und das schenkt dir viel, viel mehr Energie, als wenn du den Kaffee irgendwie so nebenbei mit trinkst. Kommen wir zum heutigen Tipp Nummer 4. Und da habe ich jetzt nochmal ein paar Quick-Tipps für dich zusammengefasst für mehr Energie. Und einiges davon kannst du auch gerne direkt mal mitmachen und ausprobieren. Und das erste ist tief atmen. Lasst uns mal alle, wie wir hier sitzen, bitte genau jetzt in diesem Moment 3-mal tief in den Bauch ein- und ausatmen. Und wie fühlt sich das an? Gleich viel, viel besser, oder? Weil wenn wir so gestresst sind, dann atmen wir auch ganz flach und dann bekommen wir gar nicht genug Sauerstoff. Und da einfach mal so
mehrmals im Laufe des Tages wirklich mal tief ein- und auszuatmen, gerne auch am geöffneten Fenster, kann so viel schon verändern. Dann, das ist etwas, was ich immer empfehle, auch in jeder Mama-Auszeit, die 4-Stufen-Entspannung. Die können wir auch direkt mal zusammen machen. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen, wenn das gerade für dich möglich ist. Wenn wir die Augen schließen, vermitteln wir unserem Körper automatisch, hey, es ist alles in Ordnung, du bist sicher, geht gerade keine Gefahr von irgendwas aus. Und dann entspannen wir als erstes unsere Stirn. Lättet mal eure Stirn von den ganzen Sorgenfalten. Dann entspannen wir unseren Kiefer. Einfach mal den Kiefer locker lassen. Und dann entspannen wir unseren Bauch. Damit auch alle Organe im Bauchbereich. Und als viertes entspannen wir unseren Po und lassen den mal locker. Stirn, Kiefer, Bauch, Po. Optional auch gerne die Schultern, wenn du da öfter verkrampfst. Die Schultern locker lassen. Dann habe ich gerade immer mal wieder von der Klopftechnik EFT erzählt. EFT bedeutet Emotional Freedom Techniques. Die kann man super individuell anwenden. Ich möchte jetzt auch gar nicht so tief auf das Thema eingehen. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema auch im Online-Kurs. Da wird es genau erklärt. Da habt ihr auch EFT-Klopfanleitungen. Ich möchte es euch einmal erleben lassen. Und zwar bei EFT klopft man bestimmte Meridianpunkte, vor allen Dingen im Bereich des Kopfes und Oberkörpers. Und dadurch wird einfach wieder der Energiefluss aktiviert. Und ich möchte euch gleich mal zeigen, macht gerne wieder mit, dass einfach nur, indem man die Punkte klopft, nichts anderes tut. Im Original gehört dann noch was mehr dazu, aber einfach nur, indem ihr mal jetzt die Punkte mit mir mitklopft, dass ihr da schon merkt, dass sich da Energie löst und ihr mehr Energie habt. Ich setze dafür mal die Brille ab, weil die mir sonst im Weg ist. Den ersten Punkt, den man klopft, das ist hier so der Handkantenpunkt. Einfach mal so den Handkantenpunkt ganz leicht klopfen. Im Original verbindet man das dann immer noch mit einigen Sätzen. Das machen wir heute einfach mal für den Einstieg nicht. Ich möchte euch einfach nur zeigen, dass schon allein das Klopfen ganz viel bewirkt. Dann klopf mal den Punkt hier vorne an deiner Augenbraue. Ganz leicht mit den Fingerkuppen. Dann den Punkt hier außerhalb deines Auges. Übrigens ist es völlig egal, ob rechts oder links. Einfach das, was ihr präferiert. Dann hier unter dem Auge. Unter der Nase, am Kinn, dann hier zum Schlüsselbein, gerne so rechts und links. Und dann als letzten Punkt hier oben den Scheitelpunkt. Jetzt guckt, spürt einfach mal wieder nach, wie sich das jetzt so nach so einer schnellen, feinen Runde, die nur ein paar Sekunden gedauert hat, anfühlt. Und wenn man das richtig macht, das war jetzt nicht falsch, aber vereinfacht, wenn man das dann richtig macht mit Klopfanleitung, bewirkt das ganz, 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 ganz viel. Dann habe ich tatsächlich auch auf YouTube eine Kurzmeditation für mehr Energie. Ich guck mal, ob das gerade funktioniert, ob ich euch die in den Chat setzen kann. Die geht gar nicht lang und die ist auch super für zwischendurch geeignet, super für Anfänger geeignet. Speichert euch die später gerne mal ab. Kann man den Link hier öffnen? Ich glaube, es geht nicht, oder? Ich kann es nicht. Ich glaube, es geht nicht. Einfach auf meinem YouTube-Kanal Frau Farbenfroh nach Meditation Energietanken schauen, dann findet ihr die auch. 8 Löcher. Schon viel, ne? So. Genau, und dann ein letzter Punkt, der mir noch ganz wichtig zu sagen ist, habt Geduld und entwickelt Mitgefühl für euch selbst. Also dieses du entscheidest, den Druck rauszunehmen, den Stress rauszunehmen, geduldig mit dir und der Situation und deinem Leben zu sein, auch Mitgefühl mit dir zu haben, dieses hey, ich kann voll verstehen, dass das gerade krass anstrengend ist, dass du dich müde fühlst. Ich bin bei dir, ich fühle mit dir. Weil oftmals sind wir ja unsere schärfsten Kritiker. So wie wir manchmal unbewusst mit uns sprechen, so würden wir nie mit jemand anderem sprechen.
Ich sage immer, vergleich das, wie du mit deiner besten Freundin redest. Mit der würdest du niemals so reden, wie man mit sich selbst oft so ins Gericht geht. Also da auch mal so die Antennen spitzen und hinhören. Wie sprichst du mit dir selbst? Was sagst du zu dir selbst? Gerade in stressigen Situationen, gerade in Momenten, wo du halt müde bist, wo du ausgelaugt bist, wo du keinen Bock mehr hast oder wo halt einfach irgendwas schiefgegangen ist.